Ah, herrlich. Ich habe gerade Bilder aufgenommen für unser Intro, für den Vlog, um das so ein bisschen zusammenschneiden, wie es unser Büro aussieht, im Garten. Aber jetzt gehe ich rein. Es ist 8 Uhr morgens ungefähr und es ist sehr kalt. Danke. Wir haben 38 Verkäufe. Wie viel hatten wir gestern? 36, oder? 36. Gestern Abend kamen nur mal 2 Verkäufe dazu. Geil. Richtig gut. Die hauen wir natürlich hier drauf. Ja, also das ist die typische Erfahrung bei so einem Launch, wenn man ein neues Produkt rausbringt. Also wir haben hier immer auf unserem Vision Board sozusagen immer unsere Verkäufe getrackt. Und unsere Erfahrungen sind bei so einem Produkt, bei einer Produkteinführung, dass am ersten Verkauftag eigentlich immer ein Drittel der Verkäufe stattfindet. Dann die weiteren so ungefähr 5 Tage, eben bis zum letzten Launchtag nochmal ein weiteres Drittel. Und dann diesen Tag, der letzte Verkaufstag, der kommt dann morgen. Da kommt in der Regel dann nochmal ein Drittel zustande. Und genauso scheint es sich hier auch wieder abzuzeichnen beim Online Business Class Launch. Ich gebe dir mal ganz kurz einen Einblick, wie man während so einem Produktlaunch seine Affiliates motivieren kann und vor allen Dingen auch sollte während der Launchwoche, dass die einfach dranbleiben und dein Produkt auch weiter bewerben und nicht nur am ersten Verkaufstag. Weil, du hast ja gerade gesehen, das macht oft nur ein Drittel des gesamten Launches aus. Und ich zeige dir das mal. Also wir haben hier eine extra Facebook-Gruppe eingerichtet für unsere Affiliates, einfach, dass wir die auf dem Laufenden halten können. Meine Empfehlung ist eben, einmal eine Facebook-Gruppe zu haben für Affiliates und zum anderen während dem Launch die Affiliates auf dem Laufenden zu halten, wer von ihnen die meisten Verkäufe hat und natürlich dann auch für denjenigen, der die meisten Verkäufe hat oder die Top 10 sozusagen mit Bonusprovisionen zu belohnen. Und dann kann man eben die Affiliates in der Facebook-Gruppe einfach auf dem Laufenden halten und sie über das aktuelle Ranking informieren. Das motiviert natürlich die Affiliates ungemein, da dran zu bleiben und macht für die einfach viel mehr Spaß, auch den Launch zu unterstützen, wenn sie immer sehen, auf welchem Ranking sie gerade sind und ob sie wahrscheinlich zu denen gehören, die eine Bonusprovision bekommen. Also da kann man bei so einem Launch richtig nochmal Gas geben, denn bei uns machen die, muss mal kurz gucken, ja, also die Verkäufe über Affiliates machen bei uns weit über ein Drittel der Umsätze aus. Das ist einfach so krass, was abgeht am letzten Tag von so einer Produkteinführung. Also in circa 2 Stunden schließen die Türen zu meiner Online-Business-Class. Und jetzt guck mal in mein E-Mail-Postfach, was da passiert. Quasi im 5-Minuten-Takt kommen jetzt gerade die Bestellungen rein. Und hier in meiner Affiliate-Gruppe von Spreadmind informiere ich die am laufenden Band, wie viele Plätze wir noch verkaufen müssen, dass die dann eine Bonusprovision kriegen. Also wenn wir insgesamt 50 Plätze für die Online-Business-Class verkauft kriegen, dann kriegen meine 10 besten Affiliates ja eine Bonusprovision. Und jetzt fehlt nur noch ein einziger Platz und ich halte die gerade so minutenweise auf dem Laufen. Also unfassbares Gefühl, wenn man ein Produkt so auf den Markt bringt und ja am letzten Launchtag, kurz bevor das Angebot vom Markt genommen wird, geht es dann so ab. Macht total Spaß. Als Anke gestern in den Feierabend ging, standen hier noch 43 Verkäufe. Und danach, innerhalb von 3 Stunden, kamen nochmal 15 Verkäufe hinzu.
Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn sie jetzt gleich ins Büro kommt, wie sie darauf reagiert. Hi! Hallo! Guck mal! Guck mal! Scheiße, geil! Krass, oder? Mega! Jetzt ist sie voll erschrocken. Das ist auch fies. Ich habe extra davor gesagt, jetzt gucken wir mal, wie Anke reagiert. Aber krass, oder? Innerhalb von 3 Stunden sind 15 Verkäufe dazugekommen. Da man bekanntlich ja nur Dinge optimieren kann, die man auch gemessen hat, machen wir das jetzt auch. Wir starten ja jetzt ganz neu mit dem Vlog, mit Instagram, wollen bald noch einen Podcast rausbringen, auch in Facebook dann die Videos teilen und so weiter. Und damit das Ganze messbar wird, gehe ich jetzt eben her und habe ein Excel-Dokument erstellt, einfach mit unseren Social-Media-Kennzahlen, wo wir die Likes, die Abonnenten und so weiter immer einmal wöchentlich festhalten, immer donnerstags, so dass wir dann einfach auch die Entwicklung sehen und sehen können, wie unsere Maßnahmen wirken oder ob wir da was ändern müssen. Also ganz wichtig, wenn man was optimieren will, muss man es auch messen. Dazu hilft bei Facebook der Statistikreiter ganz gut und bei YouTube habe ich gesehen, da gibt es eine Seite, die heißt, Social Blade, und da werden sehr schön die Abonnentenzahlen hier chronologisch aufgelistet. Also, ganz wichtig, wenn du was optimieren willst, dann musst du es auch regelmäßig messen, um zu sehen, was musst du vielleicht ändern, um hier eine bessere Entwicklung hinzukriegen. Also wo ich jetzt voll begeistert bin, ist wie die Gruppe anläuft. Das ist genial. Also da haben wir, wenn man da mal guckt in der Gruppe, die geile Essenstipps, das ist von dir gern. Ja. Das ist auch voll die geile Inspiration, weißt du, was da alles zum Essen gibt. Diese Bolognese-Lasagne, habe ich mir gedacht, am ersten Tag habe ich echt so gedacht, das ist halt scheiße, jetzt habe ich Hackfleisch gekauft und Hirschspieße und da, aber ich wusste nicht, was machen. Und dann habe ich in die Gruppe reinguckt und dann haben halt zwei eben so einen Auflauf gehabt. Mhm. Und dann dachte ich, ja geil, mit Käse, mit Sahne, mit Fleisch. Das wäre dann schon den Kurs auch nochmal brutal aufwenden. Ich finde es echt auch. Halte auch wirklich für wichtig, weil es eine zusätzliche Motivation ist, die du von außen her gar nicht bieten kannst. Ja. Du kannst ja nur deins bringen und so hast du halt dann nachher 8, 10, 12 oder noch mehr. Also das finde ich schon, also dieser Community-Faktor gepaart mit einem Produkt, mit einem Infoprodukt, das ist schon der Hammer. Auch die Fragen sind spannend, die da kommen. Ja. Verfügbar auf. Ah, das ist noch eine gute Sache, das kann ich dann gestalten. Ja. Du kommst zwar in die Lektion rein, aber es steht dann eben, dass diese Lektion erst verfügbar ist an dem und dem Tag. Ja, das ist richtig. Ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Ja. Komm, dann zeigen wir doch mal deinen Zuschauern so ein ganz kleines bisschen Spreadmind in 360 Grad. Man bewundere auch oben die wunderschöne Decke. Sieht man die auch mit der Kamera, oder wie? Ja. Hier den genialen Ausblick. Alles wunderschön. Habt ihr auf Mario seinen Vlog hier vielleicht schon gesehen? Okay, genug gespielt. Jetzt kennt ihr das Büro. So, ihr habt gesehen, das ist Spreadmind. Hier wird euer Erfolg gemacht. Also zumindest mal meiner.